Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht's bei uns ins Mittelalter und wir haben mal wieder vor, mit euch zu kochen. Wir wollen heute mit euch eine Fischsuppe kochen. Ja, warum Fischsuppe? Wir haben uns gedacht, ein ganz typisch mittelalterliches Gericht ist etwas, was mit Fisch zu tun hat. Denn im Mittelalter wurde viel häufiger als heute Fisch gegessen. Das hängt vor allem mit dem Christentum zusammen. Es gab sehr viele Tage, die Fastentage waren. Wobei Fasten wiederum nicht heißt, dass man gar nichts isst, sondern Fasten hieß, dass man auf bestimmte Zutaten verzichtet. Und das sind vor allem Fleisch und Milch und Eier, tierische Produkte. Aber eben nicht Sachen aus Flüssen und aus Seen. Also Fische und Ähnliches wurden nicht dazu gezählt. Und so gab es also immer wieder Tage, an denen Fischgerichte auf den Tisch kamen. Und was wir für unsere Fischsuppe brauchen, das zeige ich euch jetzt. Ja, ihr habt euch bestimmt fast gedacht, wir brauchen Fisch. In unserem Fall Zanderfilet. Ihr könnt aber jeden weißen Fisch nehmen, der euch gut schmeckt. Nur bitte nehmt keine Fischstäbchen. Man kann das Ganze auch mit Krebsfleisch machen. Das haben wir in unserem Fall hier auch vorbereitet. Heute kann man Garnelen kaufen. Früher im Mittelalter kamen die auch tatsächlich an sowas ran. Man hat Flusskrebse in der Oker oder in Teichen und kleinen Seen gefangen und daraus seine Suppen gemacht. Dann gehört noch dazu etwas trockener Weißwein. Und um unsere kräftige Brühe zu machen, Suppengrün, bestehend aus Möhren, Glockengeläut, Lauch, Petersilie, Fenchel, Sellerie und Zwiebeln oder Schalotten. Und ja, was wäre eine Suppe ohne das berüchtigte Salz in der Suppe? Wir würzen natürlich ein bisschen mit Salz, aber auch etwas teurere, wertvolle Gewürze, nämlich Pfeffer. Und in diesem Fall ist das weißer Pfeffer oder langer Pfeffer und sehr wertvoll auch heute noch Safran. Kurze Info zum Safran, falls ihr das nicht wusstet. Warum ist das so wertvoll? Das sind die Blütenstängel von Krokussen und die können nur gepflückt werden, bevor die Sonne hoch am Himmel steht. Also in ganz kurzer Zeit. Und so ein Blütenstängel von einem Krokus, naja, das wiegt nicht besonders viel. Also bis man 1 Gramm Safran zusammen hat, müssen viele Menschen viele Stunden arbeiten. Und deswegen ist das so ein super wertvolles Gewürz bis heute noch. Oh, das heben wir uns lieber fürs Essen auf. Wir fangen jetzt erstmal an, die Zwiebeln zu schneiden. Als nächstes das Suppengrün klein schneiden. Wenn ihr Fans unseres Kanals seid, dann kennt ihr schon, was wir jetzt als nächstes machen, nämlich kräftig mörsern. Das Gemüse für die Fischsuppe muss insgesamt ziemlich lange köcheln. Deswegen jetzt erstmal schnell einen Topf mit Wasser aufsetzen. Für 4 Personen 5 Liter etwa. Und da kommt jetzt unser ganzes geschnittenes Gemüse hinein. Mit den Gewürzen kann man ja am Anfang sparsam sein, aber später nochmal abschmecken und immer nochmal nachwürzen, wenn es immer noch zu fade ist. Das Ganze jetzt aufkochen und so etwa 1/2 Stunde kochen lassen. Jetzt haben wir übrigens ein bisschen getrickst. Normalerweise hätte man nämlich im Mittelalter sich einen Fond hergestellt, in dem man nämlich die ganzen Reste vom Fisch, die man eigentlich nicht mitessen möchte, Kopf, Schwanz, Gräten und so weiter, die in Wasser gekocht hätte, das Ganze dann abgesiebt und dann hat man einen schönen Fischfond, also ein Wasser mit dem Geschmack des Fisches trotzdem. Das gibt es heute natürlich zu kaufen und das haben wir jetzt in unsere Suppe hineingeschüttet. Die Zwiebeln dann ein wenig anschmoren. Wenn die Zwiebeln glasig angebraten sind, dann mit dem Weißwein ablöschen. Um noch ein bisschen mehr Geschmack in unsere ganze Suppe zu bekommen, braten wir uns unser Fischfilet einmal an. Ja, wir haben unseren Fisch jetzt zerteilt und das Krebsfleisch auch reingetan.
das wird jetzt von diesem Blaugrau das schöne Rot bekommen, wie man das so kennt. Wir nehmen jetzt nochmal 1/4 Liter unserer Brühe ab und löschen damit unseren angebratenen Fisch ein wenig ab. So, jetzt haben wir unser Süppchen wieder auf die Feuerstelle gestellt und packen unser angebratenen leckeren Fisch jetzt da hinein. Lecker! So, unsere Suppe ist jetzt fertig. Alles ist durch. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.